Ja, ich denke, wir hatten eine gute Vorbereitung, sind gut gestartet, haben uns auch als Mannschaft noch ein bisschen mehr gefunden, haben auch ein paar Fans mit dabei gehabt im Trainingslager, was sehr schön war, auch einfach mal, ja, auch im Training mal wieder ein Raunen durchs Stadion gegen in Nattschaps. Und ja, wir sind da gut vorbereitet, hatten gegen 60 noch einen ordentlichen Test, einen schweren Test, auch mit Zuschauern, zum kleinen Vorgeschmack. Und ja, wir sind gut dabei, wir sind gut vorbereitet auf alles, was jetzt kommt, und wollen natürlich jetzt gegen Aue schon Gas geben. Ja, wir haben natürlich jetzt uns natürlich schon ein Stück weit vorbereitet. Ja, Aue hat einen neuen Trainer, der auch einen Offensivfußball eben zelebrieren möchte. Und dementsprechend ist es so, dass wir natürlich um jeden Zentimeter kämpfen werden, vorne hoch anlaufen werden. Dementsprechend gilt es für uns, ja, da Lösungen zu finden, und das wollen wir. Ja, wie gesagt, also es gibt nichts Schlimmeres, zum Aufwärmen rauszukommen und die Kurve ist leer. Ja, wir freuen uns einfach drauf, dass wieder die Zuschauer da sind und uns pushen können. Wir wollen auch was zurückgeben, hoffen, dass wir da eine gute Einheit bilden auf dem Platz und auch mit den Zuschauern, und ja, dann hoffentlich auch 3 Punkte hier behalten. Ja, wir haben natürlich unglaubliche Vorfreude. Ich denke, wir haben jetzt von einem Jahr, glaube ich, das letzte Mal die Zuschauer bei uns gehabt, dementsprechend. Ist natürlich eine tolle Geschichte für uns, aber auch für die Fans, die endlich mal wieder Stadionluft schnuppern können. Und dementsprechend wollen wir natürlich auch den Fans auch einen positiven Auftakt schenken. Und ja, dafür werden wir alles geben.